Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wonderboy 3, The Dragon's Trap. Wir machen jetzt den Tempel, also den Dungeon von den Löwen. Im letzten Part den Kristallrüstung gekauft und ja, mit einer höheren Verteidigung. Jupp. Und von einem komischen Typi habe ich offscreen, ich bin ja hier wieder hingegangen, ne? Und da habe ich von einem Typ, einem Klopsi, glaube ich, einen Trank bekommen. Fand ich sehr nice. Und ich habe Safe State gesetzt am Anfang, dass wir nicht nochmal hierher lang müssen. Und so wie ich mich anstelle, müssen wir nochmal hier hin. Aber du brauchst ewig lange, um dein Schild wieder hochzuhalten. Aber wenigstens machen die nicht mehr allzu viel Schaden. Mit etwas mehr Herzen können wir uns auch wieder voll heilen. So, jetzt kommen wir. Zack. Und dahin. Gut. Noch einer. Okay. Charming Stones habe ich auch wieder ein paar eingecollected. Aber jetzt erstmal hier weiter. Okay. Na. So. Weiter im Text. Dich habe ich im Kopfball. Boomerang wird ja so easy. So. Zack, zack. Zack, zack. So. Okay, weiter. Ich halte mich gut bis jetzt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kommen die blauen Ärsche. Und die könnten mir doch mehr schaden als sonst da was. Okay. Mann, gib mir Herzen. Gebt mir Herzen. Ich brauche Herzen hoch. Danke. Ach, kann man aber auch nicht blocken irgendwie. Aber naja, gut. Tür. Aber noch eine geheime Kiste. Volles Herz und Medizin. Ihr seid göttlich, Spiel. Du bist göttlich, Spiel. Danke. Okay, neben der Boss-Tür ist nur eine versteckte Tür, wie ihr gerade gesehen habt. Oh. Masamune. Okay, immer wenn er die Kugeln macht, müssen wir angreifen. Oh, das war's schon.
Der war easy. Nein, da war es schon passiert, ohne einen Haufen Münzen einzukollekten. Okay. Jetzt sind wir Vogelmensch. Und hier gibt es noch was, nämlich Geld, 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 Bumerang, Bumerang und Energie. Okay. Shop. Die Hades-Rüstung. Okay. Gucken wir mal. Die Hades-Rüstung bringt. ...73 Verteidigung. Der Vogel hat eine Angriffskraft von ein paar 80. Nein, 104. 104 sogar. Okay, und Schild benutzen wir... ...85, 108... ...123. Alles klar, das Night Shield. So... Okay, zurück zur Stadt. Gut, jetzt als Vogel unterwegs. Da gibt es natürlich noch viele Secrets, wie zum Beispiel dieses hier. Ihr verarscht mich gerade, oder? Okay. Ähnliche Steuerung wie beim Schwimmen. CP. Okay, probieren wir es damit. Vielleicht lag es wirklich nur an der Rüstung. Aber eindeutig. Für jeweils 100 Gold können wir uns jetzt Charming Stones kaufen. Und dafür haben wir immer noch nicht genug. Okay, fliegen wir weiter. Jetzt sind wir hier. Und wir können auch dorthin. Das Heavenly Shield für 3980 Gold. Mhm. Oder wir gehen erstmal. Dort wären wir rausgekommen. Na. Na. Okay, wie ihr seht, brauchen wir viel Geld. Erstmal die Kristallausrüstung noch, dann die komische Rüstung. Dort ist noch ein Herz drin, wo wir gleich rein können. Aber erstmal. Ach, hier waren wir schon, gut. Aber erstmal gehen wir zurück zum Schloss. Ja. Das Schloss, das Zerfallene. Ja. Und dort können wir uns kaufen für 5440 Gold das legendäre Schild. Sehr teuer. Wucherer Preise. Okay, und mit einem Schlüssel können wir auch zurück in das Schloss, wo alles begann, als Vogel. Wow! Erschreckt mich nicht! Alter! Natürlich, wenn man mich nicht besiegen kann, dann erschreckt mich zu Tode. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Aber wir mussten ja runter. Na. Und wieder links.
So, wie es erst schon mal war. Wie viel Schaden macht der? Aha. Was ist hier? Ich habe gerade irgendwie Angst. Ah, hier ist jetzt das legendäre Schwert versteckt. Und wir haben eine mächtige Angriffskraft jetzt. Nämlich satte 185. Oh ja. Das ist gut. Okay, gehen wir wieder zurück. Das legendäre Schild. 3. Jetzt nur noch 3. 3. Schlüssel. Hier rein. Okay. Oh. Danke. Oh je. Habe ich eine Magie? Boomerang. Und wir haben gerade die legendäre Rüstung eingesammelt. Und von den Rüstungen sind wir jetzt vollständig. Okay, 160. Wer bietet mehr? Keiner. Schade. Gut, fehlt nur noch das legendäre Schild. Oh! Okay. Neu. Weg, 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 weg. Da sind wir wieder draußen. Aus der Todesfalle. Gut, dann sag ich. Ich werde mir die restlichen Rüstungen besorgen. Und dann werden wir uns im nächsten und vermutlich letzten Part wiedersehen. Nein, der letzte wird es noch nicht. Es wird ein Bonus-Part folgen, Freunde. Freut euch schon mal drauf. Dort werden wir das Spiel mit Jungen in weniger als 10 Minuten durchspielen. Wenn nicht sogar in 5. Aber erst ein Bonus-Part. Okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann und ciao.